Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot die Insane Trilogie. Ja, warum nochmal Crash Bandicoot? Es ist halt einfach, ich wollte diese Woche eigentlich Resident Evil 4, den Remake, mit Rufen aufnehmen. Ich habe es aber so ein bisschen verpennt und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, bringe ich Crash Bandicoot, aber nächste Woche dann auf jeden Fall wieder Resident Evil 4, dem Remake, mit Rufen dann, hoffentlich, solange ich es nicht verpenne. Und ja, auf jeden Fall machen wir mal weiter mit dem Level Lights Out. Und nein, ich sage jetzt nicht Lights Out and Here We Go, sondern damit ist das Level gemeint. Okay. Na, da hat man auch erstmal das gleich mal verkackt. So. Zack. Ja, ihr seht es. Es ist verdammt dunkel. Ah. Man braucht halt die Uka-Maske. Man muss halt sehr viel Geduld mitnehmen. Nicht einfach drauf los. So. Zack, zack. Ja, manchmal macht es halt Sinn. Zack und zack, so. Hoppala. Komm, komm, komm. Let's go. Och, das war zu weit. Verdammt. Ich dachte, das geht noch. Komm. Ach komm! Okay, dann. Nein! Oh Gott! Okay, damit habe ich jetzt auch jetzt nicht mehr mitgerechnet, dass es auf einmal dunkel wird. Oh, oh Gott! Ah, verdammt. Okay, das ist jetzt aber wirklich mies, dass es dann auf einmal noch dunkel wird. Also kann man überhaupt nicht richtig einschätzen, dann wann die Plattform kommt. Ja, guck, und das meinte ich. Das ist jetzt vollkommen. Ja. Keine Ahnung. Also das ist jetzt, also das ist war jetzt vollkommen Humbug. Game over. Ja, ja. Also wir starten nochmal neu. Also das fand ich jetzt. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Warum jetzt aus. Also bei dieser Stelle jetzt halt das dunkel wurde. Zack. Also muss man doch schnell sein. Zack, 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 zack. So. Da muss man jetzt halt ein bisschen schnell sein. Guck, geht doch. So, jetzt. Ja, jetzt mach auch mal jene. Kein Bock, dass das wieder schnell dunkel wird. Zack, zack. Okay, also weiß ich jetzt auch wieder Bescheid. Ja, dass wir auf jeden Fall uns nicht treffen lassen sollen. Zack. Zack. Dass man logischerweise schnell agieren müssen. So, dass wir halt diese Uka-Masken da ganz schnell holen. Komm. Komm, 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 komm. Jetzt halt am besten nicht von den Ratten treffen lassen. Oh, perfekt. Zack, rüber. So. Oh Gott. Oh, oh. Hilfe. Noch eine Uka-Maske. Perfekt. Mein Leben. Damit kann ich leben.
Nein! Oh Gott! Okay, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Aber das Gute ist, man war eh nicht weit weg. Also man war noch relativ weit, also. Das ist ja das Gute. Aber es ist halt trotzdem dennoch ärgerlich, ne? So, das läuft doch schon mal wesentlich besser. So. Weg damit. Puh. Und wir haben es geschafft. Geht doch. Das meinte ich so. Also so schwer ist das Level nicht. Man muss halt nur schnell sein. Und halt, ich sag's mal, regelmäßig halt diese Uka-Masken einsammeln. So dass man halt wieder Licht hat. So, Joe of Darkness. Das werden wir natürlich jetzt mal auch noch angehen. Zack. Hoppala. Nix da. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Schlangen nicht mag? Wenn nicht, und das soll für euch neu sein, wisst ihr es später, allerspätestens jetzt. Ich mag Schlangen nicht. Nein! Oh, verdammt. Da war ich zu schnell. Das Gute ist... Au. Das Gute ist, ich bin erstens viel zu langsam gegenüber der Schlange gewesen und zweitens ist, wir waren ja eh nicht so weit, waren ja eh nicht weit weg. So. Zack, zack. Nächster. Zack. Zack und zack. So macht man das. Und zack. So war es eigentlich geplant. Geht doch. So, die Pfeile. So kannst du auch von mir so mal auf Nordsee aufpassen wieder. Ledermäuse. So. Läuft doch. Aber wie gesagt, so an sich muss ich sagen, das Setting mag ich. So, wenn du von der Fabrik kommst, jetzt hier in diesen Tunnel, ich mag den Soundtrack, ich mag das Level-Design. Ich mag da halt vieles dran, ne? So. Aber jetzt wird doch mal langsam Zeit für den Checkpoint. Also von meinem Empfinden. Ach, da. Zuerst das nehmen. Ah, ne. Lass uns mal. So. Perfekt, da wollte man noch die Spinne nehmen. So, wir haben jetzt einmal Cortex und jetzt einmal. Nochmal Miss Hilfe. Ah, verdammt. Ja, das ist jetzt so eine Stelle, die ist. Ja, doch, die ist ein bisschen tricky. Verdammt. Neues Leben. Nehme ich gerne an. Oh Gott sei Dank, komm. Hier nach oben, kommen da nach oben. Und perfekt. Genauso und nicht anders. So. Geht doch. So, warten. Oh Gott, ich hasse das ja, ne? Ich hab mein
Oh Gott, ich habe schon mein Ende vom Augen gesehen. Oh Gott. Huh, Checkpoint. Okay. Nicht schlecht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade mein Ende vor Augen gesehen. Und ja. Aber gut, wir sind noch da. Alles gut. So, wir haben ja noch 3 Leben. Wo springe ich? Oh Gott. So. Nichts da. So. Ja? Ja, man könnte jetzt rein theoretisch da nochmal weiter nach hinten gehen, aber ich glaube, da kommt man eh meistens nur zu Cortex. Und wir haben ja nicht alle 3 von den Cortex-Dingern. Wir haben ja nur 2 von dieser jungen Dame. Nein! Und ich war viel zu schnell. Oh Gott. Aber alles gut. So. Geht doch. Ich habe auf jeden Fall da vorne gesehen, da ist ein Bonus-Level. Dagegen hätte ich nichts, weil... Ah! Weil da kann man so oft sterben, wie man will. Weil, und wir haben dann auch einen Checkpoint. Also so ist es dann nicht. Nein! Da darf man aber auch nicht zu schnell sein, ne? Oh Gott. So, jetzt darf man sowieso jetzt nicht zu schnell sein, weil dann haben wir wieder einen wunderschönen Game Over Screen, den ich ja sehr gerne sehe, wisst ihr ja. Okay. Das Einzige, was uns noch retten könnte, wären halt die Wumpas. Ich hoffe es, dass sie uns retten. Aber so wie es aussieht. Okay, wir müssen warten. Nein, ich habe doch gesprungen. Ach, komm schon. Also wie? Ich habe nur eine kurze Pause gemacht und bin danach gesprungen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Naja, wir machen es jetzt nochmal. Weil der... Oh Gott. Weil der Rest ging ja. Außer jetzt das mit der Spinne, das war einfach, ja. So, zack, zack. So, zack. Aber wie gesagt, das geht ja noch alles. So, geht doch. Und das meinte ich auch. Wir haben jetzt eine Untermaske. So, das meinte ich. Das, wie gesagt, das läuft ja alles nochmal reibungslos. Da kommen wieder die blöden Fledermäuse. Die mag ich ja so gerne. Au! Das wollte ich jetzt nicht. Aber war auch, glaube ich, auch wiederum nicht so schlecht. Ah, ich glaube, das war nicht so schlecht, weil wir sind ja in dem Moment gerade wirklich gesprungen. Alles gut. Und wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's wirklich mega. Könnt ihr ja auch unten in die Kommentare schreiben. Plus natürlich, wie ihr den Part heute findet. So, Cortex.
Aber wie gesagt, keine Ahnung. Bis jetzt hatten wir ja auch nur einen Sticker voll und das war ja das von seinem Handlanger, sage ich es jetzt mal. Da hatten wir bis jetzt nur alle drei Sticker voll, aber auch da, das Level haben wir auch nicht 100% ja beendet im letzten Part. Tatsächlich. Auch da könnt ihr, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. A, wie sind die Level? Und B, wo kann man die halt alles finden? Weil mich würde es halt schon interessieren. Ach so, diesmal wurden wir getroffen. Verdammt, ich dachte, wir konnten uns noch irgendwie wieder durchmogeln. Wie die anderen Male. Nein! Oh Gott! Was ist denn jetzt gerade los? So. Ja, nur noch ein Leben. Nein! Ja! Ah! Und das meinte ich. So, jetzt bin ich halt da. Zack. Nein! Ach! Komm schon! Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, wo wir vorher waren. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ist jetzt nicht ganz exakt die Stelle, aber ist ja trotzdem relativ nah. So, nehmen wir mal hier kurz die Wumper. Oh Gott. Ach ja, stimmt, das sind ja die Dinger. Verdammt. Ja, da muss. Okay, da an der Stelle muss man, wie gesagt, sehr, sehr schnell sein. Aber das sollte man ja eigentlich hinbekommen. So. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich auch einfach durchgelaufen, ne? Stimmt, dann haben wir es ja irgendwie geschafft, ich sag's mal, da durchzukommen. Oh, und ich... Oh, und diese verdammten Fledermäuse, ne? Also, ihr wisst ja, dass ich ja sowieso kein Fan-Freund von diesen verdammten Fledermäusen bin. Ich weiß nicht, ich finde die einfach nur unnötig und störend gerade in dem Moment. Aber naja. So, werde ich mich gleich nochmal kurz konzentrieren. Ja, Gott sei Dank hatten wir jetzt einen Uka. So, nochmal kurz warten. So, geschafft. So. So, Checkpoint. Jetzt sind wir ja, jetzt sind wir bei der altbekannten Stelle. Da, wo wir beim letzten Mal waren. Das ist doch auch nicht schlecht. Schlange. Guck, da sind wir doch schon alle wieder da, wo wir, was wir ja schon alle kennen, ne? Halt mit anderen Szenario, dass wir auch jetzt so kurz davor stehen, die 100 bei den Wumpers voll zu machen. Ja, wollte gerade sagen, kann man jetzt auch safe wieder ein Leben bekommen. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir massiv alle unsere Leben verloren haben. So, jetzt auf einmal klappt es. Perfekt. So.
Und jetzt machen wir das verdammte Bonus-Level. Oh Gott. Also weiß ich nicht, wenn ich dieses Bonus-Level sehe, kriege ich so ein Glücksgefühl. Weil ich weiß, okay, uns kann jetzt nichts mehr passieren. In dem Sinne. So. Jung. Und wir haben mal nach langem wieder alle Kisten auch gesammelt. Perfekt. Und wir haben insgesamt jetzt 4 Leben. Also insgesamt jetzt 7. Aber 4 Leben haben wir dort ausgesammelt. Das ist auch perfekt. Okay, wir sind jetzt so kurz vom Ende des Levels. Ich warte noch mal kurz. So, perfekt. Okay, hier sind noch mal 3 tatsächlich. Oh, das geht doch. Oh, Gott sei Dank. Aber wir haben eine Menge, ich wollte gerade sagen, wir haben aber, glaube ich, eine richtig Menge an Kisten vergessen. Also wirklich eine ganze Menge. 64. Wir haben 64 Kisten vergessen. Auch gut. Kann man machen. So, aber ich würde sagen, diese Stelle oder ab der Stelle, das machen wir nächste Woche Montag weiter bei Let's Play Crash Bandicoot die Insane Trilogy. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit diesem Part. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ja, dann gehen wir auch langsam Richtung Finale, kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also Richtung Finale gehen wir schon mal. Und ja, ansonsten hören wir uns dann allerspätestens nächste Woche Montag wieder zu Let's Play Crash Bandicoot die Insane Trilogy. Ansonsten hört ihr dann am Freitag Rufen zu Assassin's Creed Brotherhood. Oder am Sonntag halt, hört er ihn. Und dann hört man auch nächste Woche Mittwoch, hören wir uns dann auch wieder zum Let's Play Resident Evil 4 Remake. Auch mit Rufen, hoffentlich, wenn das natürlich alles zeitlich klappt. Wenn nicht, dann hört man sich auch so zu Resident Evil 4, den Remake. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.